Stabern, weil dann ist er jetzt in seinem Maximum. Und wenn es nicht sein Erwacht der Teufelsfrucht ist, woher kommen die Muster? Das sind alles so Fragen, die mich dann beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass wir darauf nie eine Antwort kriegen werden. Und wenn, dann eine unzufriedenstellende. Was sind Verbesserungsvorschläge von meiner Seite? Ruffy hat seinen Körper in allen Formen immer unkontrolliert aufgeblasen. Binder schreibt auch noch weiter, was mich stört, ist eben das mit dem Haki, dass auch die Schwertklassen größtenteils unnötig werden. Hier waren wir schon mal. Mal schauen, ob es da trotzdem was gibt. Nö, gibt's nichts mehr, okay. Oh Mann, jetzt kriege ich Hunger hier. Toll. Ruffy hat seinen Körper immer relativ unkontrolliert benutzt. Es wäre schön, wenn er den mal unter Kontrolle kriegt. Also, ist jetzt nicht böse gemeint, ich weiß, es ist theoretisch kontrollierbar. Aber zum Beispiel die Gum Gum Gatling ist relativ, ich sage jetzt mal, frei von Kontrolle. Oder wenn er sich mit Gear 3 aufpustet, kann er. Ups. Wenn er sich mit Gear 3 aufpustet, kann er sich zwar irgendwie so. Wow. Reicht dann auch wieder. Von diesen neuen Lampen krieg ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Oh, gut. Einigermaßen kontrolliert, ja, aber es wäre schön, wenn er das irgendwie mit Haki in Form bringen könnte. Dass er eben nicht so biegsam ist, trotz Haki, wie es mit Gear 4 jetzt ist, sondern dass er einfach so quasi Gear 3 mit Haki eben verstärkt, wie es bei Caesar auch gemacht hat mit der Grizzly Magnum, nur eben besser kontrolliert in Form gebracht. Er könnte sein Haki ja so benutzen, wie er will, dass es damit quasi in Form eines Hammers oder Streikkolbens oder whatever formen kann. Sein Körper ist ja biegsam bis zum Umkippen. Also da gibt es ja keine Limits. Und das Haki. Die Schwermut hat die Also Stadt ursprünglich waren die erreicht. Logia, die Todes, das Todesurteil für One Piece jetzt ist es das Haki. Und wenn er jetzt irgendwas einführt, der gute Herr Oda, was das Haki kontert, dann ist das das Todesurteil. Dass das Ding unspannend macht. Ich glaube, der Anime geht einfach schon zu lange. Ich glaube, es wird Zeit, dass das Ding ein Ende findet. Immer größer, stärker, besser und so weiter, bla bla bla. Ist alles gut, aber irgendwie glaube ich, es wird langsam Zeit, dass man das Spiel beendet. Darüber müssen wir. Gerechte Löhne sind in dieser Stadt so selten wie Burix. Ich meine, kein Anime der Welt hat bisher so viele Folgen. Und kein Manga der Welt hat bisher so viele Bücher. Und so sehr ich denen den Erfolg auch gönne, ich glaube, es wird langsam eine Zeit. Wie will ich aus der jetzigen Situation ein würdiges Ende hervorzaubern, fragt Bindor. Das ist es ja, das ist genauso wie mit Half-Life 3. Half-Life 3 wird nie kommen, weil du den Erwartungen nicht gerecht werden kannst. Genauso wenig kannst du den Erwartungen von One Piece-Fans jetzt noch gerecht werden. Du hast einfach. Oh, da muss ich hoch, okay.
Du hast einfach keine Möglichkeit, das jetzt noch irgendwie artgerecht zu beenden. Egal, ob Ruffy jetzt noch eine Insel, 50 Inseln oder 1000 Inseln auf der Grand Line besucht. Er wird einfach kein würdiges Ende schreiben können dafür. Der Bogen ist schon lange überspannt. Aus Menschen Kerzenwachs. Das ist lächerlich. Woraus sollen sie es denn sonst machen? Aus Bienenwachs? Aus demselben Grund wird Half-Life 3 nie erscheinen. Nur Oda hat diesen Punkt übersehen. Oh, er geht hoch. Ich bin halt blind wie sonst was. Tut mir leid. Und das wirst du halt, wie gesagt, in keiner Weise mehr hinkriegen. Oh, schön. Auch wenn es nur 4 Gold sind. Ja. Von da drüben ran. Rechts glitzert auch noch was. Okay. Oh. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist alles rauszuschlagen an Kohle, was geht. Und die Fans müssen damit am Ende zufrieden sein. Oder das oder dann vorsetzt, ganz gleich, ob jenes dann würdig oder eher wahrscheinlich unwürdig ist. Ja, und ist es das, was Oda will? Oder denkst du nicht auch eher, Oda würde lieber was riskieren und ich da drüben hoch. Ja, mal schauen. Und vielleicht ein. Nein, ich habe auch links hoch. Und vielleicht eher ein unwürdiges Ende vorsetzen. Und es trotzdem mit vollem Karacho versuchen. Ich bin zu blöd zum Klettern heute Nacht, das gibt's doch nicht. Ist irgendwo hoch auch nicht, oder? Nein. Kann er sich den Luxus dieser Frage im jetzigen Stand noch leisten? Tage ist rüber, okay. Ich glaube ehrlich gesagt, in diesem aktuellen Stand kann er sich gar nichts mehr leisten. Er hat sich im Anime schon so oft widersprochen und Dinge, die früher nie möglich gewesen wären, sind plötzlich möglich. Es war am Anfang ja auch unmöglich, Logia-Typen zu treffen. Und im Laufe der Zeit hat es dann plötzlich funktioniert. Dank Haki. Und keiner vorher konnte Haki. Hoffentlich kommt das Räucherfleisch nicht von hier. Ach du Scheiße. Sieh an, Besso kann schreiben. Rochester Verrat, adelige Windows ist selten gehängt, habe ein Viertelpfund Fleisch und die Zunge genommen. Schmeckte irgendwie nach Silber. Oh. Neely, einfacher Diebstahl, habe ein Pfund Fleisch genommen, normale Qualität, gut kochbar. Etherington. Zwangsrekrutierter.
Habe ein halbes Pfund Fleisch genommen. Gute Qualität, starker Wildgeschmack. Erlegt von Wachmann Dobbs. Ormsby, Totschläger. Zu dünn für Fleisch. Habe Atemorgan und Herz entnommen. Ach du Scheiße. Und ich dachte immer, er kann nur reden. Ich glaube, das einzig würdige Ende, was Oda jetzt noch schreiben könnte, wäre das endgültige. Dass Ruffy das One Piece findet, Zoro als offizieller bester Schwertkämpfer anerkannt wird, Sanji den All Blue findet, Chopper halt der beste Arzt wird und so weiter und so fort, bla bla bla. Und dass am Schluss alle sterben. Ich glaube, das ist das einzige Ende, das momentan noch in irgendeiner Art und Weise laufen kann. Allein wie oft Ruffy von Ivankov mit diesen Hormonen behandelt wurde. Der muss sterben. Das geht nicht anders. Oh, falsche Richtung. Ruffy hätte schon so oft tot sein müssen und hat irgendwie mit lebensverkürzendem Stoff sein Zeug irgendwie weitergekriegt. Das Gift von Crocodile, das Gift von Magellan, die ganzen Hormontherapien von Ivankov. Irgendwann muss es vorbei sein. Irgendwann kann auch der Typ nicht mehr können. Ist komplett bescheuert oder finde ich den Weg nicht mehr? Drüben ist der Glockenturm. Auch hier rüber. Sterben lassen wir es ja nicht, ein offenes Ende oder die Crew trennt sich. Binder, schaust du Fairy Tail, dann weißt du, dass das Crew-Trennen nicht funktioniert. Fairy Tail haben sich aufgelöst, als nah zu trainieren war. Das hat 3 Folgen lang gehalten oder 3 Manga-Bücher lang gehalten. Dann mussten sie Fairy Tail neu gründen. Also, nee. Wenn es vorbei ist, wird Law geopfert und Ruffy ist unsterblich. Nee, macht. Ganz ehrlich. Es haben sich so viele Typen für den schon geopfert. Ace, Shanks, also Shanks hat nur einen Arm geopfert, ist schon klar, aber... Noch auf der Flucht vor dem Galgen? Sick Billy, goldene Uhr. Gut, dann lass machen wir dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Sei vorsichtig da draußen, Garrett. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, dass das... Nee. Für Ruffy haben sich mehr Menschen geopfert als für die Freiheit in so manchem Staat. Also... Wen willst du jetzt noch alle opfern? Willst du vielleicht Zoro so nebenbei noch opfern, weil er irgendjemanden aufhält oder so? Oder... willst Chopper opfern oder Nami, weil sie das kampftechnisch schwächste Crewmitglied ist oder... Okay, Lüspe wahrscheinlich noch schwächer. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Wobei Lüspe zumindest ein guter Schütze ist. Ich weiß schon, mir ist klar, dass du meinst zum Schluss von One Piece die Trennung geben, aber ich kann es nicht machen, es funktioniert nicht. Das wäre kein Ende, das irgendwie begrüßt werden kann. Das wäre das Worst-Case-Szenario, ganz ehrlich, das, also Worst-Case-Szenario, aber, Kaido ist Goldie Roger, na klar, der ist ja auch nur geköpft worden und so. Man hat ja nur seinen Kopf rollen lassen und so, also, nee. Ja, die One-Piece-Theorien. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso so viele YouTube-Channel damit erfolgreich sein können. Ich habe 2, 3 Theorien gesehen. Es sind alles Theorien. Wenn das, was ich jetzt aufstelle, sind auch nur Theorien. Mir klar. Aber diese Theorien liegen auf Andeutungen von, oder aus Erfahrung von anderen Animes auf. Die Theorien, die größtenteils aufstellen, sind, sind
verdienen, Chef.